Vorfällen von gestern Nacht geben, dann wird die Bundespolizei... Es gibt überhaupt keine Hinweise auf irgendein religiöses oder politisches Motiv, sondern offensichtlich ist es eine psychische Störung des Täters, die zu dieser Tat geführt hat. Maßnahmen, wenn ja, was den Führer veranlasst, die Tür zu schließen? Vom Ablauf her war es so, dass der Täter in der S28 gesessen hat, auf dem Weg Richtung Mettmann. Und beim Verlassen der Fahrgäste aus der S28 im Düsseldorfer Hauptbahnhof hat der Täter dann mit der Axt von hinten auf die den Zug verlassenen Gäste eingeschlagen. Einem Fahrgast gelang es dann, den Täter quasi aus dem Zug rauszuschuppen. Ja, vielen Dank erstmal an meine Vorredner. Der Täter wird gerade operiert, der war bisher nicht vernehmungsfähig. Der hat bei seiner ersten kurzen Anhörung bei der Festnahme gesagt, er hätte es wohl auch durchaus darauf angelegt, dass die Polizei ihn mit Schusswaffen stoppt. Aber weitere Vernehmungen konnten jetzt aufgrund der Tatsache, dass er im Krankenhaus liegt, noch nicht durchgeführt werden. Wir reden also von einem Tatverdächtigen mit Migrationshintergrund. Er kommt aus dem Kosovo. Er ist 2009 nach Deutschland eingereist und hat im Moment eine Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen.